Ich habe nicht mehr viel Fleisch. Vergessen. Kann ich mir einen Grill basteln hier? Kurzschwert, ich könnte ihm das geben. Ich gehe mal da runter, da ist er nur noch eher. Spiegelei, was ist hier? Scharfe Chili, das andere. Sprengpulver, Kurzschwert, Kurzschwert, Kurzschwert. Wolle, der könnte sich doch so ein Ding auch nehmen, oder? Oh, mal schneller Kisten, warte. Na, hier, da. Kiste. Nur mein Stuff mal rein. Ach nee, hinter mir, hinter uns. Ey! Das wird noch knapp hier. Ja, ich weiß. Ist mir noch kalt hier wieder. Zack. Armbrust. Ich wollte eigentlich nur die Sachen zum Rappen hier reintun. Schnell. Und ihm was geben. Hier reden, zack. Hier nimm. Kurzschwert. Nicht zu danken. Spitzhacke, das ist meine. Recurve Armbrust. Ich will ihm nämlich noch die andere Armbrust geben. Die von den Typen da. Kurz mal wegschmeißen hier. Hier. Recurve Armbrust ist meine. Ich will ihm die geben. Aber vorher natürlich reparieren. Die normale Armbrust halt hier. Zack. Die heißt ja auch Recurvermus. Der ist mal Recurvermus. Okay. Der ist ja beide gleich. Mit Otis reden. Zack. Hier ja, nimm. Weiter. Ach so. Geht nicht mehr. Maldach Spitzhacke. Ich kann dem keine Armbrust geben. Schade. Und ein Schwert? Noch ein Schwert? Otis reden. Okay. Hier nimm. Kurzschwert. Hier nimm. Kurzschwert. Okay. So, was haben wir jetzt hier als Ausbeute? Spiegelei. Und noch mein Langschwert hier. Da habe ich ja zwei. Noch ein Langschwert. Sprengpulver kann ich ja stacken. Oder ja? Die hatte ich ja vorhin dabei. So, ich. Digga, ich muss dringend ein Schiff, ne? Ich glaube, so spielen kann man keine Pause machen, wa? Kann ich mich kurz hier hinstellen? Warte. So! Dann war ich pinkeln hier. Schau, dass ich ihm keine Armbrust geben kann. Meinem NPC. Wir haben jetzt nichts. Ach so, warte mal. Ich wollte doch vielleicht. Was brauche ich denn für den Grill? Granit. Könnte man theoretisch holen. Dann könnte ich noch Fleisch grillen. Ja, muss ich, glaube ich, safe machen. Tu mal ein paar Sachen da rein.
dann holen wir uns ein bisschen Steine. Aber das könnte er doch mitmachen, oder? Doch, hat er nicht so eine Spitzhacke, dass er mir helfen kann? Nicht schon, oder? Normalerweise dachte ich schon. 30 brauche ich, oder? 19. Oh. Das ist anscheinend die Map. Die darf ich nicht kaputt machen. Das hier? Das geht. Oh. 31. Okay, dann nochmal hier einen Grill hinpflanzen. Marmor, Sandklauen, Panzer. Okay, muss ich noch Sandpanzer mitnehmen. Was ist das? Hübsche Weichholz habe ich noch gar nicht gefunden. Das könnte das sogar aus der Wüste sein, das Weichholz. Das könnte das sogar aus der Wüste sein. Jetzt habe ich einen schönen Grill hier. Schönen Grill. Und ich habe sogar noch hier ein paar Hühnchen. Scheiße, nehme ich jetzt nicht unbedingt mit, aber noch das Fleisch nehme ich mit. So, hier. Inventar ist voll, sagt er. Jo. Ich lasse halt hier die Kiste. Ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwas spawnt, aber ich lasse halt hier die Kiste und schau dann, was noch bleibt. So, Fleisch. Hier ist warm. Ach, deswegen warnt er mich hier die ganze Zeit. Ach, der stackt das nicht. Okay. So, Fleisch komplett. Jetzt haben wir, er hat nicht gesnackt, 19 haben wir jetzt. Soll ich den Grill da lassen? Soll ich den Grill da lassen? Ich meine, ist ja eh nur hier die eine Welt. Ich gehe jetzt mal spazieren. Warte. Kann ich so ein Sign bauen? Genau, guck mal. Hier. Zack. Farbe lila. Hier, Kiste. Bestätigen. Ja, okay. Ja, dann kann ich ja auch. So, dann sammle ich die. Ach, schau mal, die Pfeile. Sammle ich noch ein paar Sachen ein. Unter anderem die Armbrust. Und das Schwert. Mir ist auch die ganzen Eier und so. Und tu das in die Kiste rein. Zack. War das ein blaues Schwert? Nee, warte. Granit lasse ich auch da. Marmor habe ich ja mit. Marmor. Habe ich das grüne Schwert eben eingesammelt oder was? Ja, lassen wir dann dort hin. Was ist das? Achso, ich habe ja gar nicht eingesammelt. Das Kurzschwert. Zack. Und hier, das ist schon Spiegelei. Und das ist nur Ei. Achso, das ist ein Unterschied. Stimmt. Warte. Senkt den Hunger. Okay, okay. Plus 2 irgendwas. Plus 2 irgendwas. So, musste kurz die Batterie meiner Fernbedienung wechseln hier. Und da wurde es dunkel, im Charakter war kalt. Okay. Die Markierung ist auf jeden Fall da. Soll ich jetzt nachts los? Was sind eigentlich das für Bären hier? Schubsaftbären sind hier Menge. Oh, geil.
Tag! Oh, die haben echt viel Sprengpulver hier, ey. Die haben echt viel Sprengpulver. Ich würde gern so einen Saft einfach nehmen. Schade, dass nichts das ganze Ding immer stackt oder so. Voll? Warte, wo ist denn jetzt die Kiste hier? Kiste. Was kann ich jetzt noch da rein tun? Kurzzeitig. Okay, dann kann ich ja noch mehr dahin tun. Okay, da habe ich jetzt überhaupt nichts zu erholen. What the fuck, bin ich da gesprungen oder was? Irgendwie so komisch. Ey, das mit dem Inventar ist Katastrophe. Ich sag's euch. Das ist so wenig Platz. Also. Das ist so wenig Platz, Alter. Krass. Oh, da greift was an. Die spawnen sehr schnell hier. Sollen wir noch die Nacht hier bleiben, oder? Und dann am Tag los, weiß gar nicht. Einfach 53.000 Armbrüste hier. Oh, Sprengpulver ist ja Wahnsinn. Sprengpulver ist ja Wahnsinn, Alter. Guter Ander. Sprengst du dich hier ab? So. Okay. Weizensandklau. Ja. So, stackt ja gar nicht, ne? Stackt ja gar nicht. Ja, Weizen, so ein Scheißding brauche ich da nicht hier. Haben wir schon genug. Jetzt habe ich das, na, hier, da. Ich wollte schon sagen, ich habe das Licht aus den Augen verloren. Wieder beschäftigen, was da an da? Ablenken lässt. Aus den 80 wieder explodieren, ja. Komm, zack. Licht war hier, ja, da. Das wartet auch, das ist aber sehr nett. Das ist sehr nett, dass das Licht wartet. Hier? Das ist doch jetzt nichts Besonderes, oder? Was der da ist, ist ein besonderer Typ. Kurzschwert. Bekannte Burger. Die Curve Armbrust. Ist doch hier nichts Besonderes. Scharfe Chili. Macht gut Schaden hier. Das will ich sammeln. Achso, nicht Chili. Sieht aus wie so ein Horn. Hat er eingesammelt, das Horn?
Blau und Horn ist hier genug. Wir brauchen nur von den blauen Dingern hier. Nein, 5, einmal das. Und dann könnten wir unseren Fleisch reinziehen. Kiste. Kiste zu reparieren, sagst du? Jo, jo, jo. Jo. Nee. So. Ich hab noch so einen normalen Bogen hier. Okay. Schüsse. Also dieses Licht hat mich zu dem gebracht, oder was? Zu diesen vielen, diesen Cowboys da. Pfeile sind gut. Okay. Ich würde dir ja gerne so eine Curve-Bogen geben. Langschwert, Fackel, Spitzhacke. Ah, scheiße. So. Das ist auch normales Holz, gell? Ja, normales Holz. Ich glaube, dass einfach so ein Kaktus ein besonderes Holz ist. Irgendwie denke ich mir, dass so ein Kaktus... Ist da oben eigentlich was Besonderes? Muss man sich da hochbauen? Ja, Bernstein. Oha! LOL! Warte. Jetzt Greenie. Dem Char ist warm, kein Problem. Das Treppe. Hier. Kann ich mich von hier dahin bauen, oder? Ja, klar. Mal schon, Luft. Und kann man sich jetzt auch runterbauen, so, dass das die... Ist das da so? Oder ist das blöd? Es wäre geil, wenn es auch da so docken würde. Ja, aber da verkacke ich noch den Sprung wieder, oder? Genau. Nee, diesmal nicht. So. Sandhöhle aussieht. So, zack, zack, go. Müssen wir viel mitnehmen, weil ich glaube, also das ist ja vom, das ist unser nächster Progress und ich glaube, man braucht schon viel. Nur aufpassen mit der Axt. Dass sie nicht kaputt geht.
eine stärkere Axt füllen, damit es da schneller geht hier. Okay, jetzt reparieren die Axt, oder? Jetzt reparieren. Okay, genau 30. Reparieren. Ja. Ich überlege, dem anderen Lichtstellen zu gehen. Jo, die spawnt. Hatten wir schon mal. Jetzt habe ich gar keine Axt mehr. Jetzt muss ich leider nach Hause. Die spawnt, gell? Mhm. Deswegen immer am besten eine zweite mitnehmen. Jetzt habe ich hier Knochen. Ist gestern in der Höhle ja auch passiert. Dann... Ich habe keine Möglichkeit, an andere ranzukommen, außer nach Hause zu... Hallo? Geh doch da hoch. Ich kann nicht. Okay. So, man kann nicht weiter. Ah, das ist das, was gestern gemeint wurde. Man kann nicht weiter bewegen. Komme ich hier runter? So. Und so, ne? Okay. Na dann. Keine Axt, kein Farming. Da machst du nichts. Waschenplätze hätte ich noch. Kann ja noch aufdecken hier auf dem Weg. Vielleicht finde ich ja noch irgendwas Cooles. So eine Sandklaue wäre noch geil. Nicht Sandklaue. Der Huter. Der Panzer einfach. Das tut ja gar keinen Schaden machen. Zack. So, vielleicht darf man auch die Axt nicht so ganz kaputt gehen lassen. Kann ich mir auch vorstellen. Ah, hier, das brauchen wir. Das brauchen wir. Okay. Komm, ich gebe dem ein Schwert. Komm, ich repariere meins. Falls es klappt, ist es noch da. Und dann kann ich ihm eins geben. Okay, passt, dann kann ich ihm eins geben. Wir werden ja noch ein bisschen was boxen hier. So, gut. Auf dem Heimweg. Noch ein bisschen entdecken hier. So eine Minimap wäre nicht verkehrt. So eine Minimap wäre nicht verkehrt. Da unten. Also nicht gegen uns. Jetzt macht er.
klar. Keine Kiste hier? Doch. Nur Blödsinn. Nur Blödsinn in den Kisten. Hier, da. So, das sind zwei sogar, habe ich gesehen. Einer. Warte, wir essen noch mal kurz. Da war noch einer direkt. Da war noch einer direkt. Das wollte ich. So, da war noch einer. Hier. Und dann links rechts mit der WSAD-Taste, komisch. Zack, 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 geil. Denn da? Auch nur so ein Typ? Ich dachte mal, der leuchtet irgendwas ganz krasses hier. Okay. Das ist doch schön. Ist doch schön, dann habe ich auch immer so ein bisschen hier Knochen, ne? Bisschen Fleisch mit, wenn ich die töte. Why not? Was? Also, wie wir den vernichten, hä? So. Wahnsinn. Eigentlich glaube ich zu Hause, oder? Ja, fast. Schwer zur Hälfte kaputt. So, hier. Jo. So, zack, zack, zack. Schwerter könnte ich mitnehmen, damit ich den wieder auslösen kann gleich, was? Boah. So viel Sprengpulver. Armbrust weg. Das ist so ein scheiß Schwert für den Kurzschwert, okay, weil... Jetzt mal das Schwert, da wird doch bald wieder kaputt sein von dem anderen. So, warte. Guten Tag. Na? Hast du hier geschlafen, mein Freund? Doch. Bisschen. Bisschen, bisschen. Ach so, Eier kann ich ja wegwerfen. Oh, okay.
Dann hast du ja nicht so viel gepennt, oder? Passt. Passt. Wir mussten nur noch mal Discord-Dings auswählen. Ja, in der Wüste droppt jeder Fuzzi, den ich töte, sprengen. Dynamit. Ich bin auch schon mit Dynamit beworfen worden. Stell mal vor. Jo. Alter, und jedes Mal explodiert das hier. Ich sammle ein bisschen, dachte ein bisschen Progress. Bernstein habe ich gefunden. Liegt auf diesen komischen Bergen in der Wüste. Im Schneegebiet gar keine Chance. Da sind alle so stark. Egal welches Tier oder welcher Gegner. Die reißen mich einfach aus dem Leben, Alter. Zu krass. Also auch die kleinen Viecher, die nur so sind, die komischen Krebs oder so. Die reißen mich einfach aus dem Leben. Du wolltest den Boss da gestern töten. Ja, ich hab halt mal. Schauen wir mal. Man muss ja gucken, wo die Grenzen sind. Man muss ja gucken, wo die Grenzen sind. Ich war auch kurz in einer Eishöhle, nur die ersten 5 Meter kam ich. Und dann kam schon so ein kleines Viech, nur so ein Krebsviech. Hat mich fast mit einem halben Hit getötet. Ich hab gesehen, dass Leute das Spiel wie Elders Ring oder wie das Spiel heißt, spielen. Der hat mit dem Boss so gekämpft wie im Elden Ring. Genau. Wenn du geil, so gell? Spielst, dann kannst du den aber auch. Ja, du den nach einer Stunde auch besiegen. Ja, das wollte ich ja probieren, wegen dem Schild. Ich habe mir dann ein Schild machen wollen. Ich wollte eigentlich ein Schild, aber habe ich natürlich vergessen. Weißt du, mit Schild halt und Blocken lassen, ne? und Dodgen, Schild, Blocken. Ja, genau. Ich esse jetzt erstmal meine Bananen und Orange. Und okay. Ganz entspannt. Ich bin auf dem Heimweg. Aber ich dachte, auf dem Heimweg entdecke ich noch ein bisschen was, vielleicht eine Höhle. Ich würde gerne wissen, wie eine Schneehöhle aussieht. Wie eine Wüstenhöhle aussieht. Und irgendwie, ich habe jetzt mitgebracht Sandpanzer und Sandklauen noch, damit wir ein bisschen weiter progressen können. Ich habe was entdeckt. Und jetzt können wir, das kannst du. Oh, Scheiße, ich kann gar nicht. Ich kann gar nicht in der Tasche schauen. Ich hätte Permit angewiesen. Digga. Wieder essen. Ich musste sogar stehen bleiben, mir einen Grill machen und noch eine Kiste. Ich hab's auf der Karte sogar markiert. Wir können jetzt. Siehst du das, mal die Markierung da? Wir können jetzt hier. Edelsteinschneider können wir bauen. 20 Marmeltafeln, 5 rohe Bernsteine habe ich, 5 Sandklauen und 3 Sandpanzer. Habe ich alles gesammelt hier. Boah, du bist ja weit weg. Ja, ultra weit weg. Naja, geht. Ich bin ja schon wieder auf dem Heimweg, ich war ja sehr weit. Eigentlich waren wir beim letzten Mal fast schon. Ja, genau. Da, wo wir am Anfang gestorben sind, da bin ich jetzt. Also, also den Weg bin ich lang gegangen. Und dieses komische Ding, was uns normalerweise zum Lama führt, hat mich jetzt zu so einer Basis von so Typen geführt. Mit so einem Hut. So Cowboy-mäßig. Dann andere. Es gibt halt. Sie sind halt hier mit Armbrust, Schwerter und so bewaffnet. Und Dynamit hier teilweise. Aua. Okay, das auch mitnehmen, passt. Ja, ich war ganz, ganz weit in der Wüste noch drin. Ja, und ich glaube, vielleicht muss man die ganzen Sachen, wenn man sie reparieren will, nicht so kaputt in die Dinge reinholen. Also vielleicht noch ein Stück lassen. Ich habe sie auf komplett rot rein. Das kann ich, weiß ich aber nicht genau. Ich war das nur zu, war ja gestern auch so. So eine Kiste zum Looten. Ja gut, ich könnte noch das Ei wegtun. Wenn man so eine Kiste an dort, dann kommen irgendwelche Leute. Die werden, glaube ich, die rufen oder spawnen dann hier, oder? Ja.
Das Doofe ist, ich kann meinem Begleiter keine Armbrust geben. Das zeigt mir schon wieder an, dass jedes Item, das ich besitze, neu ist. Ja, hatte ich gestern auch. Brot. Gut, ich tue das Ei weg, nimm das Brot. Gut. Wie weit bin ich denn noch weg? Ach, geht. Und hier alles beim Alten? Ja. Ja. Alles beim Alten. Ich habe uns 10 Burger gemacht. Aber die helfen nicht. Frieren trotzdem. Fackel und Burger in der Höhle frieren trotzdem. Ich glaube, wir brauchen einfach noch bessere Rüstung. Also hilft alles nicht für die Schneewelt. Draußen war gut, oder? Nö, war auch nicht. Also war halt auch dunkel. Ist doch. Naja, okay, im Dunkeln ist ja noch mal kälter, glaube ich. Ja, aber in der Höhle ist halt immer dunkel. Ich habe doch probiert, was du gesagt hast. Ob das Spiel uns verarscht, also ob wir es verarschen können, dass wir am Tag in die Höhle gehen, ist es am Tag. Nee, es ist eiskalt. Ich meinte auch, glaube ich, nicht in der Höhle. Ich meinte nur tagsüber. So. Ja, genau. Die Höhle ist ja oft kälter. Bin mir aber auch nicht sicher, ob das nicht geklappt hätte in der Höhle. Aber wir sind einfach zu schwach. Einfach noch zu schwach. Blättert mal hier zurück. Hab leider nicht so geile Sachen gefunden. Bernstein gefunden. Das ist halt der nächste Progress. Ein Teil ist voll. Ich habe ein paar Säfte mitgenommen. Schubsaft-Bären habe ich noch. Schlürsaft. Ich habe halt Buffs mitgenommen ohne Ende, aber. So. Du warst noch bis abends wach, oder was hast du gesagt? Ja, auf jeden Fall bis spät Nachmittag. Okay. Da war ich eigentlich schon wieder wach. Ich war. Ja. Ich war. Irgendwann um 16 Uhr oder so habe ich Discord ausgemacht, dann war ich noch ein paar Stückchen am Gucken so, und dann habe ich irgendwann eingetreten. Was hast du denn bis dahin gemacht? Hast du Path of Exile gespielt noch? Ja, hatte ich nicht so Bock mehr. Okay. So. Okay. Was habe ich gemacht? Ja, ich habe mir so ein bisschen Avatar kurz angeguckt. Ich finde das auf den ersten Blick geil, aber irgendwie das nicht so toll. Komisch mit dem Kampfsystem und dem ganzen. Also es ist halt einfach, es ist, glaube ich, einfach nur Far Cry im Ding-Universum, im Pandora, wie das Ding heißt. Ja, und ich habe es irgendwie immer nur am Tage gesehen und da sah das ja auch nicht so hübsch aus, fand ich. Also, die reden alle davon, wie toll das aussieht, ich fand das nicht so schön. Vielleicht nachts, wenn alles leuchtet oder so, wenn es das gibt, dann vielleicht, aber so. Es, also laut den Bewertungen ist es mit Alan Wake das beste grafische Spiel. Alan Wake und das. Ja. Schluckt aber auch sehr, sehr viel. Ist auch immer Geschmackssache. Schluckt aber sehr, sehr viel. So, ja, das auf jeden Fall. Was tut das sehr viel? Was? Was macht das sehr viel? Was macht das sehr viel? Was ist das? Was macht das sehr viel? Du hast irgendwas gesagt. Wow, fast tot. Fuck. Ich hab dich akustisch nicht verstanden. Du hast gerade einen Kommentar zu dem Spiel abgegeben. Wie? Na ja, egal. Also ich habe gesagt, das sieht aus wie Far Cry. Dann habe ich gesagt, laut Bewertung ist es wie Far Cry. Und... Ja, das habe ich noch mitgekriegt. Ja, klar. Und dann hast du irgendwas noch gesagt. Egal. Und dann bin ich fast gestorben, weil mich dieses Scheiß... Ja, kaum bist du im Schneegebiet, alles was dich angreift, ist fast One-Hit. Ich komme auch nicht zum Essen, weil überall, also die ganze Zeit ist irgendwas. Ich würde gerne mein Fleisch halt da auf die Seite tun. Fleisch rüber und dann muss ich ja kurz stehen bleiben mit dem Fleisch und essen.
Was? Nein, 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 jetzt kommt dieses blöde Ding wieder. Okay, okay, jetzt zu essen. Also, ich dachte mir, hey, das könnte mein Spielwerk ist Pandoria und so, aber es sah ein bisschen zugeschaut, keine Ahnung, glaube 5 Minuten. Mal 5 Minuten hier, mal 5 Minuten da, sah schon nett aus, aber irgendwie komisch. Das ganze Zeit mit dem Bogen irgendwie rumgelaufen und dann so von oben geschossen, schon so ein bisschen wie Park, weil so die Basen irgendwie einnäht. Und manchmal auch gleiche also, Basen anscheinend. Ich habe auch einen Test gesehen, so ein bisschen von dem Spiel. Ich weiß nicht, war uns das nicht von vornherein klar, dass das Far Cry mit Avatar-Grafik ich ist? Hab, nee, nicht Grafik, nicht mal das Thema. Das ich, hab, ist, ich fand, ich nee, nur mal gerade gewusst, eigentlich gesagt. Ich habe nicht gewusst, dass das von Ubisoft ist. Nee. Ja, bis okay. Bis wir rauskommen. Ich habe mich da nicht ich so informiert. Ich erwartet. Mich mag dieses so rumschleichen um eine Basis und dann einnehmen und sowas, bin ich jetzt nicht so Fan. So, bin zu Hause! Bin ja dir vorbeigelaufen, ich find, ja. Ich finde, das kann schon Spaß machen, aber ich finde, das passt nicht zu diesem Spiel so richtig. Also, das müsste für mich eine ganz andere Art von Spiel sein, damit ich das spielen wollen würde. Wenn ich sowas spielen würde, würde ich sowas wie Sniper spielen oder so. Ich glaube, da hätte ich mehr Spaß. Sniper ist eigentlich ein gutes Spiel. Aber, Sniper Elite meinst du? Das kann man noch im Koop spielen. Habe ich gemacht, einen Teil, voll geil. Ja, das ist ein gutes Spiel, wenn man sowas mag. Aber für mich ist Avatar was anderes. Das ist für mich eher Natur und mystisch und. Ich hab hier die Filme nicht geschaut. Film sein. Von daher ja. Bin ich da nicht so gepflegt, sage ich mal. Boah, ich habe wieder Wurzeln mitgebracht. Und Marmor. Sollte sich nicht so anfühlen, als wenn es nur ein Avatar-Skin ist, weißt du? Ganz unabhängig, ob das jetzt wieder Film ist. Was wolltest du sagen? Ja, fühle ich. Also quasi ein Far Cry mit Avatar-Skin. Na, ich habe nur Wurzeln mitgebracht, ein paar und Marmor, weil ich noch eine Höhle gefunden habe. Und die normale Höhle in dem Schneegebiet, aber es ist genau die gleiche Höhle, wie die wir kennen. Kein Unterschied. Deswegen war das halt. Habe ich halt nicht so Bock gehabt, nochmal in die gleiche Höhle rein. Habe aber trotzdem ein bisschen was gesammelt für uns. Also, was ich halt meine, ist ich sehe das Spiel eher so als Story-Game und weniger als Ballerspiel. So. Also, es wirkt halt wirklich so, wie du läufst mit Far Cry durch die Gegend und schießt und machst alles kaputt, aber jetzt hast halt einen Bogen in der Hand. Und Bogen spiele ich sowieso gar nicht so gerne. Das echt? Ich liebe Bogen. Bei Ark könnte ich nur Bogen nehmen. Ich habe 20 Sprengpulver dabei. Oh mein Gott. Ja, bei Ark könnte ich nur mit Bogen spielen. Okay, aber ich bin auch ganz ehrlich, Ark ist für mich so ein bisschen eine Ausnahme. Da finde ich den Bogen eigentlich auch ganz cool. Oder die Armbrust finde ich hier. Am Ark würde ich am liebsten mit Tier 1 bleiben, mit Stroh und Holz und sowas die ganze Zeit. Das wäre ultra. Ich habe den Pilz vergessen. Ich habe Ark nie auf Tech-Ebene gespielt, fand ich nie so gut. Habe ich auch gemacht, bis das letzte Mal, weil ich wollte es ja doch alles sehen. Ja, kann man ja auch mal. Weil ich wollte es ja noch anschauen. Ich stelle das Ding hin. Das neue Gegenstand. Progress kommt jetzt. Ja, für mich war... Du stellst das neue. Hast du da irgendein Dings? Bist du schon wieder hier oder was? Ich hab doch gesagt, bin zu Hause. Ich bin an dir vorbeigelaufen sogar. So. Ja. Geschliffener Bernstein. Mach ich mal einen. Schauen wir, ob wir was Neues kriegen. Weil man braucht auch noch Rohsachen. Ich muss mal einen schleifen. Ich kriege mal Rezept. Für die Herstellung von Gegenständen und Waffen. Mann. Ich werde dich machen hier. Brauch mehreren Stoff. Wie viel Energy hast du denn gestern insgesamt getrunken? Und wie viel hast du denn heute schon drin? Ist ja wild bei dir. Ja. Starkes. Achso. Ich war gestern noch auch bei Physio. Ja, geil. Hab mich verletzt bei den Übungen. Super. Will hingehen. Rechte Hand verletzt. So ein bisschen umgeknickt. Verstaucht. Was auch immer tut Arsch weh, rechte Hand, Maushand, beste. Hab da so komische Übungen gemacht, da musste ich mein ganzes Körpergewicht stemmen, da ich auf der linken Seite unter der Brust eine starke Verletzung habe, mich nicht kaum richtig bewegen kann, konnte ich nur mit der rechten Hand mir so eine Art
von der Seite so hochstützen, so abstützen an der Liege. Und wenn ich mit der rechten Hand mein ganzes Körpergewicht stützen möchte, keine Chance mit einer Hand nur. Und mit der rechten Hand das ganze Körpergewicht stützen, während beide Füße auf so einem großen Sitzball sind, so ein Schwangerschaftsball, ein Fuß ausgestreckt und dass ich so hochheben muss, so wie eine Brücke. Weil ich das so eine Übung sein soll für den Rücken, damit unten das eine Kissen da entlastet wird im Rücken. Aber da ich nicht beide Hände abstützen konnte, weil ich links nicht nutzen kann, habe ich mich mit rechts überpowert und dann zack, aua. Gehst du hin, willst was? Willst, dass man dir hilft und stirbst dann dabei. Okay, kein neues Rezept. Lief gut, sagst du, ja? Ja, lief gut. Lief gut. Stellst mir eine Frage und dann in der Sekunde fängst du an, erstmal 3 Stunden Story zu erzählen. Ja, ist mir gerade eingefallen, deswegen, ich hätte es vergessen sonst. Also es macht so zack, ich wollte es dir erzählen, ist mir gerade eingefallen. Also dieser Energy Sirup ist nicht wie Kaffee, also wenn ich 2 Kaffee trinke, dann fliege ich auf Wolke 7. Hiervon, das merkst du kaum, das ist eher wie Cola trinken. Echt? Ja, dann kannst du ja literweise trinken, bringt gar nichts. Ein bisschen bringt's. Das meinst du, tust du vor dich hin vegetieren dann. Aber bist nie richtig schon, wach. Es wirkt halt nicht so wie so Kaffee, den trinkst du und die klappen da halb die Augen auf. Vor allen Dingen wir in Niedersachsen, Weichholz. Das ist nicht bei euch. Ich glaube, bei euch trinkt man nicht so starken Kaffee, aber bei uns ist der Kaffee richtig. Ich kann auch nicht. Ich trinke keinen Kaffee, weiß ich gar nicht. Ja, bei uns schwimmt richtig, wir in Niedersachsen haben den Ruf, dass bei uns richtig diese Ölschicht oben schon schwimmt. Das bestätige ich. Ich... Weichholz, glaube ich, ist auch in der Wüste, schätze ich mal. Aber wir haben nichts zum Abbauen. Warte. Ich habe jetzt ein Video geschaut. Ich habe dir das auch geschickt. Der sagt, es ist ganz einfach, man muss nur in der Wüste einmal gewesen sein... Und dieses Flexwood abbauen und die Axt, dazu braucht man Axt Rang 3. Aber ich brauche doch erst Rang, ich kann doch erst Rang 3 Axt bauen mit dem Ding. Wo ist das laut? Entschuldigung. Also Level 7 müssen wir sein und Axt Rang 3. Ja, egal, hört ihr das Ding an, dann weißt du. Level 7, Axt 3, wir haben Level... Oha, also es Stadt geht. Es geht. Was meinst du mit unserer Stadt? Okay. Muss das Level 7 sein, ja? Ich schätze. Ja, es geht, Jens. Ich hab's ja raus. Das ist genau der gleiche Fehler, den wir gemacht haben mit diesem anderen Ding. Aber nicht viel, aber wir hatten keinen Bernstein. Ich kann die blaue Axt bauen. Also die blaue Spitzhacke, die dritte Spitzhacke braucht dieses Schweichenholzstab, ne? Das ist, was wir nicht abbauen können. Dazu brauchen wir die blaue Waldaxt. Du redest nicht vom Gleiter. Doch, weil das kommt davor. Das musst du ja machen. Du brauchst ja das, um den Gleiter zu kriegen. So, du meinst jetzt wegen Ausrüsten, oder? Ich bin verwirrt. Um den Gleiter überhaupt herstellen zu können, brauchst du diesen Weichholzstab. Dieses Weichholz. Und die kannst du nur abbauen mit dieser dritten Axt. Ja, okay, das ist ja immer klar. Das genau. Und jetzt kann ich die bauen, weil ich geschliffener Bernstein habe. Ich brauche nur noch 4. Und jetzt kann ich die dann bauen. Okay, dann hat sich dann gelohnt. Weil der sagt, es ist ganz einfach mit dem Gleiter, bla blub. Aber man muss einmal das Holz da haben. Okay. Und das Holz hatte ich ja nicht. Achso, also wenn du jetzt die Axt gemacht hast und das Holz abholzt, dann kannst du den Gleiter machen. Okay. Ja, genau. Genau. Das ist das. Hätten wir das ja dann in quasi einer Stunde wahrscheinlich dann von alleine rausgefunden, ne? Genau, weil ich hätte nochmal nachgeschaut, was braucht man für die Axt. Und für die Axt brauchst du halt diesen Bernstein, den ich eben geholt habe. Das ist halt quasi der ganz normale Progress. Okay. Prost. Ja, okay, dann ist das... Oh, das ist jetzt besser. Ui. Ja, kalt immer beste. Dann ist das ja nicht schlecht mit diesem Kaffee und Dings da. Das ist nicht zu viel. Aber, also ich würde mal behaupten, dass ein Monte Energy auf jeden Fall mindestens, also, was habe ich eben gesagt, 150? Wenn es hochkommt, dann wird Monte Energy wahrscheinlich bald das Doppelte haben. Also auch jede andere Energy, wohlgemerkt.
Ich, wie gesagt, ich trinke den Sirup ja auch nicht so süß. Ich habe, wenn dann Monster für 88 Cent oder so. Ist das ja, ganz, ja. Ganz aber entspannt. Monster ist. Oh, Monster ist mir zu süß, ey. Puh. Trinkst du den mit oder ohne Zucker? Keine Ahnung, ist mir egal. Ich, ist nicht da zum Schmecken, ist einfach nur da, um zu wirken. Ich nimm immer das, was halt im Angebot ist. Sprich, diese. Keine Ahnung. Das Weiße ist ganz gut. Das Weiße, das Blaue, das Orange. Ich habe keine Ahnung, wie die alle heißen. Ja, ja. Ich bin halt null Energy Drinker, gar nichts. Aber dadurch, dass ich manchmal sehr, sehr viel Medizin nehme und die Medizin tut mich so abbremsen, sage ich mal, zu betäuben, tut ein bisschen Energy dagegen steuern, habe ich ein bisschen was genommen. Ich kann ja manchmal gar nicht anders. Wenn ich jetzt kein Energy trinken würde, wäre ich ja höchstens, müsste ich erstmal 2 Stunden lang YouTube und Twitch gucken, um wach zu werden. Und dann wirst du ja schon von dem ja schon wieder müde, so kenne ich das zum Beispiel. Ja, kann auch sein, aber ich meine nur, brauche ich ewig lange, um wach zu werden. Hätte ich jetzt noch gar nicht mit dir spielen können. Müsste ich erstmal noch was essen und Musik hören und dann müsste ich auf andere Sachen. Erstmal was anderes machen. Dann nehme ich dann immer, dann esse ich dann und trinke ein bisschen Spezi. So, Progress.